Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter Witcher 3 Blood and Wine. Und das ist ein schönes Ende, Leute, sozusagen mit Regis und unserem weißen Wolf Geralt. Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mondlicht lädt. So Leute, jetzt müssen wir aber erstmal unser Schwert, Alter, woher man das Schwert erstmal, reparieren. Und dann gucken wir mal, wo mal. Gucken wir mal, wo die Maske ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir jetzt so drin? So Leute, das ziehen wir natürlich an, Leute. Man weiß ja nicht, was passiert. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Sutsch. Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Ah, da sind ja ein paar. So, jetzt braucht man noch ein Tal, Leute. Ah, da vorne ist es ja schon. Ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Regis! Alter, wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Alter. Verdammt, wo steckst du? Regis! Du hast... Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja, wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Oh Mann, das ist heftig für Regis, dass er doch nicht hier in dem Gebiet bleiben darf. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Weißt du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst.
Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Leute, eigentlich wäre es am schönsten, Nummer 1 zu nehmen, finde ich. Und ich glaube, Leute, ich nehme irgendwie die Nummer 1. Sie passt jetzt einfach so in der Situation, finde ich. Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Aber eines Tages will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Hör auf! Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen. Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Jetzt fragt man erstmal, wo gehst du denn eigentlich hin? Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Aber Leute, jetzt bleiben wir noch eine Weile mit unserem Freund Regis. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. So, Leute, das war jetzt Witcher. Aber, Leute, wir werden nach diesen Credits dann noch sozusagen noch weiterspielen, noch ein bisschen. Noch gucken uns noch ein bisschen die, noch ein paar Missionen machen und einfach noch mal so ein bisschen uns die Wälder noch mal anschauen, Leute. Aber jetzt lasse ich euch mit den Credits in Ruhe.
Hause gehen. Wow, Leute, alter Schwede. So, Leute, jetzt werden wir noch ein bisschen hier in der Welt noch von Witcher noch ein bisschen rumreisen, die Sache, Leute. Was denn? Vielleicht machen wir noch ein paar Fragezeichen oder ein paar Missionen. Sicher bin ich noch nicht. Was wir genau noch machen. Aber wir werden jetzt noch ein bisschen in der Weltgeschichte rumreisen. Noch ein bisschen Missionen vielleicht noch machen, Leute. Und dann gehen wir einfach. Dann beenden wir das Let's Play, Leute. Aber jetzt werden wir erst noch ein paar Nebenmissionen oder so allgemein noch so ein paar Aufgaben noch lösen. Aber jetzt gehen wir erstmal dorthin, Leute, zu unserem Ding und reparieren unsere Sachen nochmal, Leute. Weil wir haben ja kaum noch gute Sachen und das heißt jetzt sozusagen, tun wir jetzt noch ein bisschen und noch auffrischen und dann können wir noch ein paar Missionen machen, Leute. Würde ich sagen, Leute. Also noch ein bisschen Abschluss dieses Let's Play, finde ich, Leute. Hat er recht, Leute. Das ist jetzt schön. So, Leute, jetzt tun wir uns erstmal wieder Sachen kaufen, wie gesagt. Und dann schauen wir einfach mal, was noch so abgeht, Leute, in diesem Spiel. Leute. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. So, Leute, jetzt werden wir erstmal alles, was wir bis jetzt gekriegt haben, sozusagen verkaufen, dass wir wieder ein bisschen gucken. Guck mal, die Waffe weg. Weg alles, alle Schwerter machen wir. Machen wir aber trotzdem weg, Leute. Alles wird jetzt. Die Sachen, die wir jetzt nicht brauchen, werden jetzt weggeschmissen, Leute. So, die lasse ich noch alle noch da, die Sache da. Die können wir ja dann später noch im Ding machen. Sozusagen, die können wir dann noch in unserer Truhe, wenn wir eh dann in die Truhe müssen. Unser Haus, Leute, da gehen wir dann zu unserem Haus. So, kaufen wir erstmal ein paar Sachen noch. So, Leute, jetzt versuchen wir noch. Jetzt fast will ich noch mal eins machen, Leute. Jetzt will ich noch gucken, mal, wo die sozusagen. Die Kaiserin, Herzogin, mal kurz besuchen noch. Vielleicht sieht man da noch was, Leute. Will ich jetzt noch schnell besuchen, Leute. Die Herzogin, schnell. Ja, dann verkaufen wir deine sportbilligen Sachen. Ne? So, dann gucken wir mal, ob wir sie finden irgendwo hier in dem Palast, Leute. Das wäre echt schön, wenn man sie noch finden, ob man die ältere Schwester finden, weiß man nicht, aber es kann. Gucken wir mal, ob wir sie irgendwo hier finden, in dem schönen Haus hier. Ja, aber es ist echt, ne, Palastbach. Warum ist denn hier so voll? Ein Schlückchen Wein und drei Tage Schlaf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir sie finden irgendwo. Sieht nicht so danach aus, Leute.
Aber Leute, ich denke, zum Mittag, euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.